Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone mit Medium Nature. So, nachdem die letzte Folge so ein bisschen seltsam war, mit der Unterbrechung zwischendurch, haben wir es am Ende doch ganz gut gerettet mit zwei Siegen mit unserem Krieger. So, jetzt erstmal die Feuerwehr bei mir am Haus vorbei, okay. Ich hoffe, man hört das in der Aufnahme nicht. Aber wir haben eine Niederlage noch offen, was bedeutet, wir können noch die eine oder andere Runde spielen und hoffen, dass wir natürlich noch so den einen oder anderen Sieg erwirtschaften. Denn umso mehr Siege, umso mehr Belohnung kriegt man für diese Arena. Und ja, schauen wir einfach mal, was bei rumkommt. So, würdiger Gegner gefunden, alles klar, das ist wieder eine Magierin. So, Kriegshymnenanführerin. Ja, das können wir mal so lassen auf jeden Fall. Die Hand behalten wir mal. Gerade wenn sie wieder mit einem Gnom öffnet, kann man den direkt mal mit so einem Steinhauer-Eber wieder aus den Latschen hauen. Das ist also ganz gut. So, wir sind zuerst dran. Dann knallen wir hier mal rein. Schau mal, vielleicht haben wir auch Glück und sie coint direkt, um hier zu pingen. Das wäre natürlich auch super. Sie pingt auf jeden Fall. Aber was kommt? Der Goblin-Pirscher. Okay. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal die Blutsegel. Räuberin heißt auch, wenn wir jetzt keine Waffe haben, ist nicht weiter wild. So, und er lässt unsere Blutsegelräuberin erstmal stehen. Ist gut. Wird wahrscheinlich direkt angreifen. Nee, er lässt sie stehen. Alles klar. Dann spielen wir mal unsere Kriegshelden-Anführerin raus. Und hoffen, dass da erstmal nichts weiter kommt oder dass er sich erstmal um die Piratin kümmert, aber werden wir einfach mal sehen. Ach so, ja, wir sollten auch natürlich auf Fertig drücken. Damit er natürlich auch was tun kann. Sonst wäre das eher schlecht. So, mal gucken, was er ausspielt. Stabilen Ghoul, okay. Gemünzt hat er schon. Das bedeutet, da geht erstmal nichts mehr. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier drehen und wenden können. So, wir haben auf jeden Fall die beiden oder wir wählen den Zuchtmeister. Aber wenn wir den Zuchtmeister nehmen, dann können wir unseren Schafseher nicht mehr spielen. Das wäre auch ein bisschen blöd. Ja, was jetzt? Wir werden auf jeden Fall auf 1. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal so. Und ziehen dafür. Und greifen wir den beiden noch direkt an. Schade, das hätte ich gern gehabt. Hätte ich die Überlegung gespart, hätte man den Schafseher am Ende rausbringen können. Mal schauen, ob wir jetzt Pech haben, wenn sie das Board cleared. Na, Frau Mage, los geht's. Kommt erstmal das Wasserelementar, also es wird auf jeden Fall kein Board Clear. Die geht leider weg. Gut. Muss man mit rechnen. So, und jetzt, was können wir tun? Wir können die Kanone und den Golem spielen, das bringt uns aber nicht so viel. Deswegen würde ich sagen,
Pardon. Droppen wir. Ja, wobei die kannst du mit dem Ping rausnehmen. Nehmen wir mal den Golem. Ups. Oh, stimmt, der kostet 3. Dann nehmen wir doch die Kanone und den Golem. Greifen hier nochmal direkt an. Vielleicht haben wir Glück und es kommt noch ein zweiter Diener. Dann haben wir auf jeden Fall das Spalten für die nächste Runde. Was ganz gut wäre für uns. Sehr schön. Der ist dann mit dem Spalten auch direkt weg. So, dann räumen wir den einmal wieder auf. Und bringen den Weitschreiter. Und damit auf jeden Fall wieder eine gute Bordpräsenz da. Die erstmal wieder überwunden werden muss. Und da kommt das nächste Wasserelementar. Ich würde sagen, da droppen wir jetzt auch erstmal Schmieden und. Droppen wir Schmieden und Krokolisk oder. Ne, wir machen es so. Nicht, dass er die Feuernova oder wie das Gelöt heißt, auf der Hand hat. Flammenstoß, so mir fiel der Name gerade nicht ein. Der Flammenstoß war es. Ja, gute Frage. Wird sie tun? 7 Mana. Also Flammenstoß wird es dann schätzungsweise nicht, wenn sie angreifen will. Wird jetzt noch der Ping kommen. Genau. Und jetzt ist die Frage, was jetzt kommt. Steht natürlich auch schon die Frage im Raum, wie wir gegen das Wasserelementar traden. Schön wäre es jetzt eben zum Beispiel innere Wut oder so zu ziehen. Oder eine kleine Waffe. Eine kleine Waffe wäre auch super für uns. Der ist genauso gut. Der tradet hier unglaublich gut gegen. Und da bringen wir jetzt nochmal. Nee, komm, jetzt bringen wir den Scharfseher. Und selbst wenn jetzt der Flammenstoß kommen sollte, dann ist trotzdem das Wasserele auf jeden Fall mal weg. Der Tiger hat dann auch nur 4, sodass er gegen die Schmiede getradet werden könnte. Von daher wäre das nicht so wild. Bedeutet, wir kriegen, auch wenn er Flammenstoß nutzt, kriegen wir sein Board geklärt. Wir hätten natürlich bei uns nur wieder das Problem, da ein bisschen aufzubauen. Das war abzusehen natürlich. Werde der gegen die Schmieden oder gegen den Scharfseher? Ist die Frage natürlich. Dann geht es erstmal gegen den Scharfseher. Gucken wir mal, was wir jetzt ziehen. Beziehungsweise er hat natürlich noch sein volles Mana, das habe ich ganz übersehen. Es ist ja noch gar nicht vorbei, sein Zug. Oh, da kommt der Arkane. Okay. So, Power-Krieger. Ja, das müssen wir jetzt einfach alles droppen. Wird kein Weg dran vorbei. Ich fürchte auch, das wird wieder so ein Spiel, was wir nach hinten raus abgeben müssen. Weil wir haben wieder keine Karten, wir sind wieder zu langsam. Wie gegen den Mage. Das können wir auch nicht ändern. So, der Schneefresser.
Und der Söldner. So, da sind wir Grommasch. Gut, Grommasch kann er jetzt gleich ohne Probleme gegen den Söldner traden. Können wir alle allerdings auch nicht, nicht ändern. Leider Gottes. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir überhaupt noch was in unserem Deck haben, was das Ganze jetzt noch drehen kann. Wenn er da nicht... Macht sogar noch einfacher für sich. Das heißt, er hält den Söldner sogar noch auf dem Feld. Arati Waffenschmieden. Können wir noch mal ein bisschen ins Gesicht hauen. Aber ich glaube, eine Waffe, aber ansonsten kriegen wir das nicht großartig mehr gedreht. Zumindest fällt mir spontan jetzt erstmal nichts ein, womit es gedreht werden sollte. Eure Kriegaxt. Damit können wir auf jeden Fall den Taurenkrieger wegräumen. So, wir bräuchten also noch 6 Schaden im Ansturm. Fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt nichts ein. Hätte. Das Zerstampfen wäre auf jeden Fall noch gut, um den einfach wegzuräumen. Dann könnten wir ihn auch ausschalten, aber es kommt natürlich jetzt wieder darauf an, was sie spielt. Mit 4 Handkarten hat sie auf jeden Fall die bessere Position jetzt, natürlich. Und natürlich auch noch die deutlich stärkere Bordkontrolle jetzt gerade. Und da ist unsere Waffe auch erstmal wieder weg. So, was kriegen wir? Wütender Berserker, der hilft uns jetzt nichts mehr. Ja, damit geht das Spiel an sie. Da können wir nichts mehr drehen. Das bedeutet wieder ein 5 zu 3. Irgendwie haben wir es mit unseren 5 zu 3. Ich hoffe ja mal, dass es mal wieder ein bisschen besser ausgeht. So, schauen wir, was wir drin haben. ...60-50 und ein Booster, alles klar. Damit haben wir schon 5 Booster. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch eine Runde Arena. Und nach dieser Arena-Runde schauen wir einfach mal, wie viele Booster wir uns leisten können bis dahin. Und in der Folge baue ich jetzt einfach noch das Deck zusammen, sodass wir nächstes Mal in die neue Session starten können. So, die Klarhilfen haben wir zur Auswahl. Jetzt gucken wir einfach mal hier rein, was wir Schamane oder Hexenmeister, Magier oder Schamane... Ja, 2 sagen Schamane, deswegen würde ich... Ups, das war die Sammlung, das wollte ich nicht. Hier könnt ihr euch ein eigenes Deck mit euren Lieblingskarten. Möchten wir allerdings noch nicht. So, deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal den Schamanen. So, Mana Flut Totem, Lichtwächterin, Meister Schwertschmied. So, ich würde sagen, fangen wir mit dem Card Draw Totem an. Windsprecher, entfesseltes Elementar oder Totengräber? Ja, das ist eine gute Frage. Würde ich prinzipiell jetzt erstmal zum Windsprecher tendieren. So, tobender Warg, Agentum haben wir Mikromaschinen, nehmen wir die Mikromaschine wieder. So, Mecha-Warper auf jeden Fall. Nochmal den Mecha-Warper, der Kampfwurf bleibt einfach zu oft liegen. So, Heilung der Ahnen, super Karte. So, da auf jeden Fall der Zeppomat. Oh, hier haben wir auf jeden Fall 3 ziemlich starke Karten. Knistern, Frostschock oder Erdschock? Ich würde prinzipiell, glaube ich, eher erstmal den Erdschock nehmen zum Silencen. So, was haben wir hier? Todesfürst, Dünenbrecher, Schamane oder Kaiserkobra? So. Das sind 3 ziemlich gute Karten. Ich würde hier jetzt mal den Dünensprecher-Schaman nehmen. So, Geist der Ahnen, Verteidiger von Argus. Die Karte fällt eigentlich ziemlich weg, weil ich
nicht so stark jetzt. Weil nur plus 2 in einem Zug, wenn man diese Karte wirkt. So Geist der Ahnen ist im Prinzip wie ein Heilung der Ahnen, nur als Todesröcheln. Und kostet da noch 2 mehr. Ach ne, pardon, ruft diesen Diener erneut herbei. Kann man mit, natürlich mit Todesröcheln koppeln. Wir haben jetzt noch keinen Todesröcheln dabei. Deswegen nehme ich erstmal den Verteidiger von Argus. Hier nehmen wir den Nervotron mit. Hier das Flammen zum Totem, einfach ganz klar das Stärkste. So, Streitantriebskolben. Ja, ich hoffe, dass wir noch so einige Mechs mehr kriegen. Dass wir uns so ein bisschen Schamanen-Mech-Deck bauen. So, was haben wir hier? Die Schiffskanone? Nein, dann nehmen wir den Schützen. Oh, und legendär. So. Was die Frage, was wir hier nehmen, die sind alle jetzt nicht so berauschend. Vernichte deinen feindlichen Diener mit Spott. Kampfschrei. Ja, das ist die Frage. Würde da prinzipiell, glaube ich, eher zum schwarzen Ritter tendieren. Ja, den nehmen wir auch. So, den Windsprecher oder Blitzschlag als Removal. Da wählen wir mal den Blitzschlag. Das Removal hört sich verlockend an. So, Hex, ebenfalls Removal. Knistern, Schreckenscorsage, Schreckensmatrose. Alles jetzt nicht so die Bombenkarten. Nehmen wir aber mal Knistern. So, klagende Seele, Alamobot, Sonnenzornbeschützerin. Er bringt unsere Diener zum Schweigen, das wollen wir eigentlich nicht. Dann nehmen wir die Spotterin. So, hier wieder Heilung der Ahnen. Nachtklinge oder Scharfseher von Thralmar. Dann nehmen wir wieder Heilung der Ahnen. Nehmen wir noch das Beste in den Ganzen. So, Reinkarnation haben wir Death Rattle. Oder solche, den hier nur. Ansonsten eigentlich nicht wirklich. Dann nehmen wir Verhexung mit. Ja, das ist auch wieder alles nicht so toll. Ingenieurslehrling hört sich ist noch mit am besten, denke ich. So, Ansturm. Gottesschild, ja, ist gekauft. So, Gabelblitzschlag mit Überladung 2. Kann man mal mitnehmen. Ja, nehmen wir auch mal mit. So, nochmal das Flammenzungen-Totem oder den Blitzschlag. Dann nehmen wir nochmal das Flammenzungen-Totem. Auch wenn wir jetzt Bayer ziemlich ausgelastet haben. So, Verhexung nochmal oder den Herrn der Arena. Noch gar nichts im Fünfer-Bracket, das ist ein bisschen blöd. Heilung der Ahnen haben wir schon zweimal. Will ich deswegen nicht nochmal mitnehmen. Verhexung genauso. Nehmen wir mal den hier mit. So, nochmal das Flammen zum Toten. Aber ich nehme jetzt hier erstmal das, den Morg-Rappler, um einen Fünfer-Drop zu haben. Hier ist es auf jeden Fall der Wirbler. So, und hier, Großwildjäger. Ja, da ist es eigentlich. Fällt die Wahl auch recht auf den Großwildjäger. Ziemlich starke Karte. Für einen Dreier-Drop. Gerade der Effekt. Kann ich dann irgendwie mit mindestens 7 Angriff. Hat man ja doch gerade im Late Game recht oft. Gut, damit ist unser Deck auch zusammen. Wieder eine etwas seltsame Mana-Kurve. Im Early Game doch recht stark dann anscheinend. Schauen wir einfach mal. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir doch ein Like und am besten auch noch ein Abo da. Und ich hoffe, ihr schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann mit dem Schamanen die Arena-Runde starten. Und wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut!